Nach etlichen Militärsettings weht endlich eine frische Brise durch das etwas angestaubte Shooter-Genre. In Battlefield Hardline erleben wir als Detective Nick Mendoza in insgesamt 11 Kapiteln, was es heißt, ein junger Cop in der Drogenhochburg Miami zu sein. Doch obwohl die Dead Space-Macher von Visceral Games verantwortlich zeichnen und die Story von Hardline einige nette Ansätze hat, hat man am Ende der Kampagne eher das Gefühl, einen typischen Militärshooter gespielt zu haben. Worüber man sich aber kaum beklagen kann, ist die Inszenierung. Die Zwischensequenzen sind mehr als aufwendig gestaltet, der Soundtrack ist klasse und sogar die deutschen Sprecher machen ihre Arbeit sehr gut. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Wer die Möglichkeit hat, sollte jedoch die englische Tonspur wählen. Hier haben TV-Stars aus Serien wie True Detective oder CSI Miami den Charakteren ihre Stimme verliehen, was für einen dicken Atmosphärebonus sorgt. Bei einem Shooter ist die Story natürlich nur ein nettes Extra. Viel wichtiger ist das Gameplay. Hier geht Hardline einen etwas anderen Weg als etwa Battlefield 4. Zwar haben wir stets die Möglichkeit, uns wie John Rambo durch die Levels zu ballern, aber können ebenso gut auch taktisch vorgehen. Dafür kundschaften wir die Areale mit einem Scanner aus und sehen so auf der Karte, wo die Gegner stehen und in welche Richtung sie blicken. Sobald wir uns eine Taktik überlegt haben, suchen wir uns noch die passende Ausrüstung heraus. Hier haben wir genretypisch die Auswahl aus zig unterschiedlichen Sturm- und Scharfschützengewehren, Pistolen und Shotguns. Waffenliebhaber dürften wie schon in Battlefield 4 vollkommen zufrieden mit dem riesigen Arsenal sein. Wie bereits angesprochen, müssen wir uns in Hardline nicht durch die Missionen schießen. Stattdessen können wir in fast allen Aufträgen leise vorgehen und sogar zahlreiche Kriminelle verhaften, statt sie plump zu erschießen. Dafür gibt es auch eine Belohnung in Form von extra Erfahrungspunkten, womit wir dann neue Waffen und Ausrüstung freigeschaltet bekommen. Ab der Mitte des Spiels gibt es eine ziemlich vorhersehbare Wendung in der Handlung und wir müssen erst einmal vor unserem ehemaligen Kollegen fliehen. Die Mission fällt dank passender Lichteffekte atmosphärisch aus und gehört zu den Highlights der Kampagne. Wer nun Angst hat, eine endlos nervige Schleichmission spielen zu müssen, den können wir beruhigen. Die Schleichparts in der Kampagne sind allesamt sehr einfach. Das liegt vor allem an der Gegner-KI. Die Wachen haben ein sehr beschränktes Seh- und Hörvermögen und so können wir uns leicht an ihnen vorbeischleichen. Wir können die Feinde zudem in eine bestimmte Richtung lenken, indem wir mit Steinen werfen. Und wenn die Wachen uns doch aufspüren, ist es ein leichtes, vor ihnen wegzurennen. Neben den Schleich- und Schießmissionen können wir innerhalb der Kampagne auch Detektivarbeit leisten. Sobald unser Handy brummt, sollten wir unseren Scanner einschalten und die Umgebung nach Beweismaterialien durchsuchen. Die Suche nach den Gegenständen ist aber komplett optional und bringt uns für die Verhaftung nur extra Erfahrungspunkte. Eine große Schwäche der Kampagne neben der Story hat mit dem Realismus zu tun. Wenn wir wie etwa hier einen Gegner verhaften und seine Kameraden dabei seelenruhig warten, bis wir den Feind gefesselt haben, geht ein gutes Stück Glaubwürdigkeit verloren. Noch unlogischer wird es übrigens, wenn wir solche Verhaftungen wie auf dem Fließband durchführen und dabei laut der Story gar nicht mehr für die Polizei arbeiten. Was die Spielmechanik angeht, hatten wir das Gefühl, dass Hardline nicht so recht weiß, ob es Fisch oder Fleisch sein möchte. Wir haben zwar immer unterschiedliche Lösungswege in den Missionen, die einfachste ist aber stets, sich durchzuballern. Nach Möglichkeit sollte man aber, bevor die Action losgeht, den Alarm wie in Far Cry 4 ausschalten, damit nicht zusätzliche Gegner auftauchen. Halt! Polizei! Scheiße!
Danach verhaften wir noch die Wachen, die alleine durch die Gegend laufen, und machen uns danach für eine Schießerei bereit. Die Ballereien fallen im Gegensatz zu Ubisofts Open-World-Shooter jedoch relativ einfach aus, da die Gegner kaum zusammenarbeiten und man eh unglaublich viele Treffer aushält. Wenn es dann doch mal knapp wird, kann man ohne Probleme vor den Gegnern fliehen und unsere Lebensenergie füllt sich innerhalb weniger Sekunden. Insgesamt stellt die rund 6 Stunden lange Kampagne von Battlefield Hardline keinen echten Kaufgrund dar. Die Handlung ist klischeehaft und vorhersehbar, die Charaktere farblos und die Spielmechanik ist sowohl in den Schleich- als auch in den Shooter-Parts eher durchschnittlich. Dazu geht wegen der schwachen KI und den unlogischen Verhaftungen auch viel bitter notwendige Glaubwürdigkeit verloren. Wegen der aufwendigen Inszenierung, des frischen Settings und der mehr als schönen Grafik haben wir die Kampagne jedoch stellenweise schon genossen, aber umgehauen, das hat sie uns eben nicht.